Wir haben gesehen, dass jedem System eine innere Energie zuzuordnen ist. Wir wollen uns den einfachsten Systemen zuwenden, nämlich den Gasen, und uns überlegen, ob wir die innere Energie etwas ausführlicher verstehen können von einem Gas. Wie viel Energie steckt in einem Gas? Generell besteht die innere Energie aus thermischer Energie, intermolekularer Energie und Bindungsenergie. Und wir wollen jetzt nur mal die thermische Energie uns nur mal genauer ansehen. Die thermische Energie hängt mit der Bewegung der Teilchen zusammen. Wir haben einmal die Translationsbewegung der Teilchen. Wir haben dann die Rotationsbewegung der Teilchen und wir haben die Oszillationsbewegung der Teilchen. Für die Translation der Teilchen haben wir aus der kinetischen Gastheorie schon eine Gleichung kennengelernt. Die mittlere Translationsenergie eines Gasteilchens ist 3 halbe k mal t. Und für ein Mol Gasteilchen nehmen wir entsprechend das Na-fache davon und erhalten dann 3 halbe r mal t als gesamte Translationsenergie in einem Gas. Wenn wir uns erinnern an das totale Differential der inneren Energie für ideale Gase, gilt, dass die molare Wärmekapazität gleich der Ableitung der inneren Energie mit der Temperatur ist. Und dann erhalten wir, wenn wir 3 halbe RT nach T ableiten, 3 halbe R. Das ist die molare Wärmekapazität eines Gases, welches nicht nur auf der Translationsenergie beruht. Tatsächlich findet man genau diese molare Wärmekapazität oder auch Molwärme bei einatomigen Gasen, zum Beispiel Argon, Helium, Neon. Das bedeutet, dass diese Gase offensichtlich nur Translationsenergie besitzen als thermische Energie. Diese Gase können nicht im klassischen Sinne rotieren oder schwingen, sie haben nur Translationsenergie. Wir können diesen Faktor 3 halbe RT aufspalten in 3 Teile, 3 gleiche Teile, 3 mal 1 halb, und können sagen, jede Translationsrichtung x, y, z entspricht 1 halb RT. Man spricht dann von Freiheitsgraden, Freiheitsgraden der Translation. Wenn wir komplizierter gebaute Gase haben, dann sind die zum Beispiel auch fähig zu rotieren. Denken Sie an Sauerstoff oder Chlor, die als zweiatomare Gase vorliegen. Die können zum Beispiel um verschiedene Achsen rotieren und dann hätten wir weitere Möglichkeiten der Energieaufnahme. Wir sprechen dann von weiteren Freiheitsgraden. Und wir können auch diesen Freiheitsgraden dann thermische Energie in Form von 1 halb RT zuordnen. Dabei stellt sich heraus, dass ein zweiatomiges oder generell ein lineares Molekül nur um 2 Achsen rotieren kann. Nämlich um 2 Achsen, die senkrecht zur Bindungsachse, zur Molekülachse stehen. Das heißt, diese linearen Teilchen haben 2 weitere Freiheitsgrade. Wenn wir uns ein zweiatomiges Gas ansehen, ein linear gebautes Gasmolekül ansehen, dann hätten wir damit neben den Translations auch noch 2 Rotationsfreiheitsgrade, insgesamt 5 Freiheitsgrade. Und wenn wir die molare Wärmekapazität ausrechnen, kommen wir zu 5 halber R. Und tatsächlich hat zum Beispiel Chlor bei etwas höheren Temperaturen genau 5 halber R als molare Wärmekapazität. Chlor kann mehr Wärme speichern als zum Beispiel Argon, weil es noch zusätzlich rotieren kann. Zu den Translations- und Rotationsmöglichkeiten gibt es bei mehratomigen Teilchen auch noch die Vibrationsmöglichkeiten. Und weil die Vibration sowohl aus kinetischer als auch aus potentieller Energie besteht, werden der Vibration 2 mal
ein halb RT zugeordnet als Energie pro Freiheitsgrad. Wir haben damit für Chlor zum Beispiel insgesamt 3 Freiheitsgrade der Translation, 2 der Rotation und 1 Freiheitsgrad der Vibration. Wenn wir die Freiheitsgrade entsprechend gewichten, haben wir insgesamt 7 halbe RT als innere Energie, entsprechend einer Molwärme von 7 halbe R. Und tatsächlich findet man bei hoher Temperatur für Chlor diese Wärmekapazität. Bei tiefer Temperatur, wie vorhin erwähnt, ist aber die Wärmekapazität nur 5 halbe R. Und man erklärt das so, dass diese Schwingungsfreiheitsgrade erst bei hohen Temperaturen angeregt sind. Bei tiefen Temperaturen kann ein Molekül nicht schwingen, das ist quantenmechanisch zu erklären. Bei tiefen Temperaturen frieren, wie man salopp sagt, die Schwingungsfreiheitsgrade ein. Für Stickstoff zum Beispiel ist dieses Einfrieren noch viel deutlicher. Man muss Stickstoff auf sehr hohe Temperaturen bringen, damit man die Schwingungsfreiheitsgrade anregt. Das hängt damit zusammen, dass die Schwingung im Stickstoffmolekül sehr, sehr energiereich ist und sehr viel Temperatur erfordert, damit sie angeregt werden kann. Wir können Folgendes zusammenfassen. Die Wärmekapazität von Gasen können wir aus der Molekülform abschätzen. Wir gehen dabei so vor, dass wir zunächst mal die Translations-, Rotations- und Schwingungsfreiheitsgrade unseres Gasteilchens uns erarbeiten. Wenn wir nur ein einatomiges Gas haben, hat das nur 3 Translationsmöglichkeiten und sonst keine Freiheitsgrade. Wenn wir ein lineares Teilchen haben, hat das 3 Translation- und 2 Rotationsfreiheitsgrade. Und ein gewinkeltes Teilchen hat 3 Rotations- und 3 Translationsfreiheitsgrade. Die Schwingungsfreiheitsgrade können wir uns nach einer einfachen Formel ermitteln. Insgesamt sind die Freiheitsgrade gegeben als 3 mal Anzahl der Atome, aus denen das Molekül besteht. Wir müssen dann 5 oder 6 abziehen, um für ein lineares oder gewinkeltes Molekül die Schwingungsfreiheitsgrade zu ermitteln. Wenn wir aus den Freiheitsgraden die Wärmekapazität ermitteln wollen, müssen wir einfach nur die Freiheitsgrade zusammenzählen, Schwingungsfreiheitsgrade zählen doppelt und mal ein halb R multiplizieren. Wir müssen bedenken, dass bei tiefer Temperatur die Schwingungsfreiheitsgrade eingefroren sind. Wir streichen also bei tiefer Temperatur die Schwingungsfreiheitsgrade einfach weg. Zusammengefasst kann man festhalten, die innere Energie eines Gases lässt sich aus den Freiheitsgraden berechnen. Wir haben Translation, Rotation und Schwingungsfreiheitsgrade. Pro Freiheitsgrad haben wir ein halb RT an molarer innerer Energie. Aus dieser molaren Energie kann man auch die Wärmekapazität ermitteln, einfach indem man auch die Temperatur ableitet. Und wir haben dann die Formel CVM gleich F trans plus F rot plus 2 F os mal ein halb R als Molwärme eines Gases. Die Schwingungsfreiheitsgrade werden nur bei hoher Temperatur angeregt, bei tiefer Temperatur sind die Freiheitsgrade eingefroren und spielen sozusagen nicht mit.